Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Heute schauen wir uns eine Mod an, welche ganze 38 neue Szenerie-Items in das Spiel bringt. Und diese sind basierend auf dem Spiel von 1998, Jurassic Park Trespasser. Habe ich leider nie gespielt, das Spiel. Aber ich habe mir die Items gerade schon mal angeguckt und die sind wirklich teilweise richtig cool. Die kann man dann auch zweckentfremden. Natürlich kann man auch das Spiel dann nachbauen. Das war nämlich so eine Burrows, hieß das irgendwie. Das war, glaube ich, irgendeine Engine Town 2 steht jetzt hier noch. Also das war irgendeine Stadt von der Firma Engine, wo die halt irgendwas entwickelt haben. Aber ist ja auch egal. Ich zeige euch jetzt einfach erstmal die Items, die neu dazukommen. Sind halt echt viele, 38 Stück. Und die sind sehr, sehr detailliert. Dann haben wir jetzt allererstes mal so ein Schild. Ja, das wird wahrscheinlich auch original aus dem Spiel sein. Und dann kann man auch ganz viele Mauern und sowas platzieren. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Mauer mit einem Tor. Und die funktionieren auch richtig. Also die Hitboxen von diesen Items sollen auch funktionieren. Das heißt, das kann man dann auch als Gehege verwenden. Man sieht das, glaube ich, auch ganz gut, weil das hier alles perfekt blau markiert ist. Also ich glaube, hier könnte dann auch ein Dino zum Beispiel durchgehen. Und da müsste es auch eigentlich klappen, wenn man hier zum Beispiel einen Weg durchführt. Werde ich jetzt nicht testen, aber laut der Mod-Beschreibung sollte das gehen. Oh, jetzt ein bisschen entfernt aus Versehen. Aber da kann man sich dann auch richtig austoben. Also das ist zum Beispiel so ein Eingang. Dann hat man hier nochmal die Tore einzeln. Dann gibt es hier so einen... Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich einfach so ein Rohr, wo man im Spiel durchgegangen ist oder so. Ich habe halt leider jetzt hier keine Szenen dazu im Kopf, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Also sieht das zumindest aus. Dann haben wir hier nochmal das Tor in geschlossen. Und dann haben wir einmal so ein Viereckgehege quasi. Ich weiß nicht, ob das ein Gehege war. Ich glaube, das war eher ein Bereich. Hier steht ja auch Dr. Wu. Achso, das war dann wahrscheinlich der Bereich von Dr. Wu, wo der dann gewerkelt hat. Aber kann man natürlich easy als Gehege dann zweckentfremden. Man hat hier dann auch noch so kleine Mauerabschnitte, dass man das alles selber bauen kann. Da kann man dann wirklich sich auch ein eigenes Gehege mit solchen Betonwänden bauen. Habe ich jetzt hier nicht so schön platziert, aber ich denke mal, das könnt ihr euch schon ganz gut vorstellen. Und gerade dieses Objekt finde ich richtig cool. Ist einfach jetzt so eine stumpfe Betonwand. Aber das kann man natürlich mit anderen Mods richtig gut zweckentfremden. Ich hätte da zum Beispiel eine Idee für eine Brücke oder so. Dafür kann man das super gut nehmen. Man kann ja mit einem Move-Tool zum Beispiel das Ganze dann auch noch rotieren und sowas. Und dann könnte man das hier als Lauffläche nehmen für die Brücke. Sowas hatten wir halt nie. Vielleicht kann man sogar... Wartet mal, ich habe noch eine Idee. Machen das mal eben kurz. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das hat halt jetzt nichts mit der Mod zu tun, aber das ist halt nur... um euch zu zeigen, dass solche Szenerie-Item-Mods immer richtig gut für uns sind, gerade in Kombination mit anderen Mods. Und dann könnte man das hier vielleicht als Stützen nehmen. Guck mal, das würde doch schon als Brücke funktionieren. Dann macht man hier noch so ein Geländer ran. Da gibt es ja auch schon einige. Und dann könnte das eine schöne Brücke sein, optisch. Und vielleicht funktioniert die ja auch, weil die Hitbox von den Dingern soll ja auch gehen. Vielleicht könnte man dann sogar so eine Tour darüber führen oder so. Müsste man ausprobieren. Also ich denke mal, da gibt es wieder viele Möglichkeiten mit diesen Objekten. Aber ich finde es allgemein schon cool, dass man damit halt ein Gehege bauen kann. Jetzt auch nochmal so ein Bereich. Ja, ich kenne diese ganzen Easter Eggs leider nicht. Mr. Hammond. Echt schade, dass ich das Spiel nie gespielt habe. Von diesen Wegweisern und Lampen gibt es einige. Die platziere ich mal eben schnell. Und für mich persönlich jetzt natürlich nicht so interessant, weil ich halt nicht vorhabe, das nachzubauen. Für mich ist dann eher diese Lampe hier noch interessant. Die einzelne ohne Wegweiser. Was sind wahrscheinlich alles Sachen aus dem Spiel, die ganzen Schilder hier. Ach, natürlich leuchtet das auch. Das ist mittlerweile so krass, was die Mods alles können. Hier leuchtet auch alles.
Türen sind auch beleuchtet. Oh, hier seht ihr auch da mal, was das hier war. Dieses Burroughs. We are making the future. 1983. Oh, das nächste Gebäude ist richtig cool. Das habe ich mir schon angeguckt. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Vielleicht finden wir es gleich raus, wenn wir reingehen. Aber das ist super detailliert. Wir können ja mal reinfliegen. Also das ist wirklich krass. Sieht erstmal richtig schön aus hier mit den Aufgängen. Und dann kann man da halt auch wirklich reingehen. Und dann sitzt hier einer an der Rezeption. Das ist schon sehr cool gemacht. Diese Liebe zum Detail. Hier steht auch ein Forscher davor. Das wackelt sogar alles ein bisschen. Sogar von innen mega atmosphärisch. Sogar das Dach hier ist alles gut gemacht. Auch bestimmt beleuchtet. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Aber ich glaube, ich gucke mir am Ende nochmal die Sachen bei Nacht an. Jetzt nicht bei jedem einzelnen Objekt. Hier hängen sogar die Bilder. Die sind bestimmt auch aus dem Spiel. Jungle River Cruise. Hier ist so ein Konferenzraum. Und selbst da stehen und sitzen Leute, ne? Sie klatscht, die ist sehr begeistert. Control Room. Animal Control. Oh, hier ist sogar auch nochmal ein Tisch. Auch mit sitzenden Leuten, Automaten. Das Gebäude an sich ist ja schon mega schön, aber dass es dann noch so detailliert von innen ist, finde ich einfach nur krass. Und das ist auch auf so Stützen. Finde ich auch cool. Das heißt, da könnte man sogar Wasser untermachen. Sieht bestimmt nice aus. Könnte man halt cool zweckentfremden als so ja, Besucherzentrum einfach. Aber ich finde das Gebäude sehr, sehr cool. Auch das hier vorne sieht mega gut aus mit den Säulen. Na, wir machen mal weiter. Wir haben nämlich noch weitere Gebäude hier. Das hier. Was ist denn das? Das ist ein Saloon, oder? Oh mein Gott, das ist ja auch voll detailliert. Isla Nublar. Da oben sitzen Leute und man kann sogar rein. Das ist so krass. Dass das Gras jetzt hier durch Dings, das ist, weil ich da unter das Terrain nicht weggemacht habe. Aber ich finde es cool, wie die Leute hier wirklich sitzen. Und da hinten stehen auch Leute und bedienen dann hier an der Kasse die Leute und die holt da gerade was aus dem Regal. Da oben kann man dann schlafen. Da oben sitzen auch Leute. Und dann kann man auch noch außen sitzen. Das ist echt schön, dass hier so viele Leute sind. Das macht es halt sehr belebt. Die bewegen sich halt auch so ein bisschen, was ich cool finde. Dann haben wir hier einmal so einen Wasserturm. Da könnte man gleich so eine Westernstadt so ein bisschen machen. So sieht das gerade aus von dem Design. Dann haben wir noch zwei Schilder. Kann ich auch einmal ranzoomen für euch, aber ich weiß halt wieder wahrscheinlich nicht, was die bedeuten. Welcome to my pool. Notice there's no pee in it. To my pool. Ach so. Ah, ich verstehe. Es kommt nämlich gleich noch ein Pool-Objekt. Dafür ist es dann wahrscheinlich. Das ist ja witzig. Ah, okay. Das ist ein Wegweiser. Der Pool kommt hoffentlich jetzt gleich als nächstes. Ah, da ist er. Der ist auch richtig cool. Sieht jetzt erstmal unspektakulär aus. Aber der Trick ist, dass man hier das Ganze absenkt. Mach das mal einmal vernünftig jetzt. Ja, wenn das jetzt hier am Rand nicht ganz richtig ist, ist auch egal. So, ihr seht mal, dass hier auch wunderschönes Wasser drin ist. Und das kann man natürlich dann auch gut kombinieren mit anderen Gebäuden. Zum Beispiel mit dem hier. Oder halt mit Hotelanlagen, die es ja eh schon im Spiel gibt. So zum Beispiel. Und dann hat man nochmal so einen riesen Hotelpool. Dann vielleicht noch mit Wegflächen und so noch anderen Hotels. Da fallen mir schon wieder coole Dinge ein, muss ich sagen. Als nächstes haben wir hier Wus Haus. Das Haus von Dr. Wu. Bin mal gespannt, ob wir da auch reinkommen, aber ich glaube nicht. Können ja einmal reinfliegen mit der Cam. Nee.
Okay, nee, das ist von innen nicht gestaltet. Dann haben wir hier als nächstes Generator Tower. Auch vom Design sehr cool. Kann man gut verwenden, zusammen mit den Jurassic Park Gebäuden zum Beispiel. Hier von dem Design her. Da passt das super, weil das auch dieses Holz und sowas hat. Da passen auch diese Sachen gut rein, muss ich sagen. Und das natürlich auch. Aber das ist ja auch alles so diese alten Jurassic Park Dinger. Das ist ein Workers Haus. Auch mit so einem Kessel. Ja, nichts Spektakuläres. Da kann man sogar so reingucken. Aber das ist halt so ein bisschen fake. Reinfliegen können wir nicht. Dann haben wir hier die Statue von Edgar Rice Burroughs. Eine Bronzestatue. Dann haben wir hier ein In General Store. Ah, okay, das ist einfach so ein Laden, so wie es aussieht. Scheint man aber auch nicht rein zu können. Passt aber auch wieder gut in diese, ja, Western-Gebäude-Richtung. Hier ist eine Kirche. Auch mit Glocke da oben. Ansonsten relativ Standard. Und dann haben wir hier noch Hammonds Haus. Mach ich mal neben Dr. Wu's Haus. Kann man aber, glaube ich, auch nicht rein. Nee. Sieht aber auch cool aus. Und das qualmt sogar hier oben. Und dann haben wir nochmal so einen Riesenturm. Keine Ahnung, was das ist. Antenne. Okay, das ist anscheinend irgendeine Antenne. Ist auf jeden Fall riesengroß. Ja, die Dinger hatten wir gerade schon durchgemacht. Hier haben wir dann nochmal das Schild, was wahrscheinlich an den Eingang kommt. Und dann haben wir... Oh, das Objekt finde ich auch richtig cool. Das ist eine Bank. Aber ihr seht gleich die Besonderheit von der Bank. Ich mache das mal hier vorne hin. Na komm, enttäusch mich nicht. Genau. Da spawnen halt random Leute drauf. Wie cool ist das denn? Das heißt, die kann man halt einfach so in seinen Parks benutzen. Und die Leute sitzen dann da wirklich. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Ich hätte nie gedacht, dass das mit Mods geht. Aber das ist schon sehr cool. Und ich glaube, das ist dann auch random. Wenn ich jetzt mal weggehe mit der Kamera. Jetzt sitzen da andere Leute drauf, oder? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool, dass sich da Leute halt hinsetzen. Dann haben wir hier noch ein Basketballfeld. Schimmert jetzt auch so ein bisschen der Rasen natürlich durch, aber das ist gleich hier dieses vertrocknete Gras. Aber das liegt halt daran, dass ich den Untergrund nicht gut gemacht habe. Ein Stoppschild kann man auch immer gebrauchen, sowas, falls man mal eine Straße bauen möchte. Dann haben wir hier ein Diner. Das ist auch wieder ein sehr schönes Gebäude. Hier geht sogar der Platz gerade ein bisschen aus. John's Diner. Auch wunderschön, weil es von innen halt gestaltet ist. Mit Toilette. Ja, Toilette ist jetzt nicht gestaltet. Aber hier steht sogar einer hinter der Bar. Die Leute sitzen hier richtig auf den Barhockern. Man kann von außen reingucken. Und sogar hier hinten in dem Bereich, wo so ein bisschen Küche ist und noch ein paar Getränkekisten stehen. Sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier nochmal ein geschlossenes Tor. Keine Ahnung, warum das hier unten ist. Dann haben wir noch Baracken. Baracken sind, glaube ich, diese Schlaforte für Mitarbeiter, wo die schlafen können. Und hier haben wir einen Busstopp. Also eine Haltestelle. Auch mit einer Bank und einer Überdachung. Kann man sicherlich auch gut benutzen. Und zu guter Letzt eine Tankstelle. Mit einem Van. Ist sogar ein Auto aufgebockt. Und man kann sogar reingehen. Echt cool gestaltet. Also so viel Liebe zum Detail. Finde ich einfach echt krass. Sieht es gar nicht so viel aus, aber ihr habt ja gesehen, wie lange das jetzt gedauert hat, um euch das alles zu zeigen. Also es sind super, super viele Objekte.
alle super detailreich und mir gefällt es halt besonders gut, dass die halt auch animiert sind mit Personen, mit Qualm, mit Licht. Ach, apropos Licht, wir schalten nochmal schnell um, wartet. Machen wir mal schnell gemeinsam. Ja, ist alles auch sogar beleuchtet. Aber wir gehen nochmal in den Saloon rein. Guck mal, das ist so alles schön beleuchtet hier drin. Ich bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Die Mod ist echt toll. Vor allem fallen mir halt auch so viele coole Sachen ein, die ich dann auch noch mit dem Move-Tool und sowas machen kann. Ja, ich verlinke euch die Mod auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr die Mod findet. Ich habe das Spiel halt leider nie gespielt, aber ich finde diese Items wirklich sehr praktisch und wirklich toll. Gerade das Gebäude und die Sitzbänke gefallen mir mega. Das sind meine Highlights von der Mod. Ich würde mich jetzt sehr über ein Like von euch freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.